Hallo Römerin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen The Legend of Zelda, The Minish Cap. Oh ja, ich hab übel Bock auf dieses Projekt. Ich weiß auch nicht warum, ich hab mega Bock auf dieses Spiel. Ich hab's damals sehr, sehr gerne gespielt, als ich Kind war. Und ich dachte mir so, okay, komm, so als kleiner Bioshock-Ersatz erstmal, kann man doch mal machen. Ups, voll ins Mikrofon gehauen. Das wollte ich nicht. Ja. Ich würde sagen, es gibt nicht viel zu erzählen. Es ist ein Bioshock-Ersatz. Und das war's eigentlich. Und wir starten auch direkt ins Spiel und erstellen uns ein Charakter oder eine Datei. D-O-K-Y. Doki. Natürlich. Wir erstellen die Datei. Wir haben noch einige Optionen, und zwar Textgeschwindigkeit normal, Helligkeit hell-dunkel. Ich würde sagen, die setzen wir auf normal. Kann so bleiben. Ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich hoffe, das geht so mit dem Hintergrund. Das Spiel ist halt ein Gameboy-Spiel, das heißt, es ist halt in 4:3 eigentlich. Und deswegen will ich es halt auch ganz gerne in 4:3 aufnehmen. Ich hoffe, es ist auf 4:3. Ich spiele es halt in 16:9. Aber ich habe versucht, es bei OBS halt als 4:3 reinzuklatschen. Und ich hoffe, das geht alles so. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass es jetzt nicht komplett 4:3 ist vielleicht. Oder dass es nicht den kompletten Bildschirm einnimmt. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Oh yeah. Oh, das ist Zelda. Oh, Moment, ich mach mal kurz eine Sache. Um das alles ein bisschen smoother aussehen zu lassen. Nicht so eckig, kantig. Guten Tag, Onkel Albrecht. Oh, hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, das ist nicht so schlimm. Wo ist denn Doki? Die Stadt ist voller Trubel, weil das jährliche Minishfest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Doki dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Doki hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Doki schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Doki dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Doki! Hallo, Doki! Was? Ist es doch erst 15 Uhr. Alles klar. Wir sind wach. Wir spielen unseren coolen Charakter. Ah, Doki. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minishfest gehen möchte. Ja, hallo Doki, komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es zu ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Alles klar. Schwert des Albrecht erhalten. Liefe es unbeschadet ab und verliere es nicht. Was? Ich doch nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass hier nichts passiert. Ja, mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Doki, auf in die Stadt. Yeah, Mikrofon noch einmal kurz ein bisschen zurechtdrücken. So wie man mich kennt. Und wir schnappen uns erstmal. Cool, 20 Rubine. Das ist natürlich nice. Können wir... Ja, mit R, ne? Ja, mit R konnten wir hochheben.
Okay. Ja, eine große Neuerung in diesem Spiel, Leute, ist, man kann rollen. Also, hier bin ich Doki. Ja, das gab's in den Vorher-Teilen, glaube ich, nicht, oder? Es kam nach Dings raus, ne? Nach Ocarina of Time, glaube ich. Aber das Ding ist, es ist der erste 2D-Plattformer, sag ich mal, wo man, glaube ich, rollen kann in Zelda, oder? Bin der Meinung, ja. Ja, Doki, komm, beeilen wir uns. Ja, ich bin hier auf dem Weg, Zelda. Hier entlang, los, beeil dich. Okay. Und, das ist Stadt Hyrule. Es gibt halt eine Sache, die ich noch vorher einmal erwähnen möchte. Und zwar, probiere ich einen kleinen neuen Thumbnail-Style, sag ich mal, aus. Und zwar nicht mehr dieses, ich nehme einen Ausschnitt aus dem Game und backe den in das Thumbnail rein, etc. Sondern ein kleines vorgefertigtes Thumbnail, wo sich halt lediglich die Partnummer ändert. Ich wollte es mal wieder ausprobieren, weil es halt manchmal auch echt schwer ist, passende Stellen aus dem Part zu finden oder so, die halt in das Thumbnail reinpassen könnten und die dann vielleicht nicht mal wirklich direkt reinpassen, da ich das Thumbnail ja prinzipiell nicht verändere. Also das Logo ist immer bei jedem Thumbnail auf der gleichen Stelle, genauso wie mein kleiner Charakter, also mein kleines Profilbild, sag ich mal, und die Partnummer. Und dann ist es schwer, manchmal vielleicht die richtige Text- oder die richtige Bildstelle halt in dieses Thumbnail überhaupt reinzufügen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich erstelle vielleicht ein kleines Thumbnail mit ein paar Artworks etc. und hoffe, das sieht nicht so scheiße aus und man kann es beobachten oder begutachten. Und ja, ich will das mal bei Zelda hier ein bisschen ausprobieren. Und wenn es gut aussieht und es euch vielleicht auch gefällt, dann kann ich es ja in weiteren Projekten weiter benutzen. Ja, guck mal, Doki, das war dein Spaß. Komm, wir gehen. Was? Ups, ich hab's schnell gedrückt. Verdammt. Oh. Ja, Doki, hör doch mal die Geschichten erzählt dazu. Hey, was ist das? Okay, ich glaube, wir reden erstmal mit niemandem, außer mit... Obwohl, der Geschichtenerzähler, der klingt schon cool. Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuern heimgesucht. Die Menschen waren hilflos. Da erschien die Minish. Sie gaben uns das Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Oh, okay. Minish gibt es also wirklich. Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Hey. Einmal in 100 Jahren öffnet sich das Tor zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Und dieses Jahr ist es soweit. Dann besuchen die kleinen Minish unsere Welt. Oh, ich freue mich schon. Aber man muss nur lange genug leben. Ja, oder früh genug geboren worden sein. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt. Wer wohl gewonnen hat? Und jetzt? Oh, gehen wir dahin. Okay. Du bist der erste Enkelkind von Albrecht, nicht wahr? Naja, Albrecht ist der beste Waffenschmied in ganz Hyrule. Ich nehme jedes Mal am Turnier teil, weil ich sein Schwert haben möchte. Aber ich bin chancenlos. Dieses Jahr war das Turnier echt toll. Diesmal gewann ein Fremder mit seltsamen Techniken in kürzester Zeit. Okay, das klingt nicht gut. Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Da hätten wir einen herzförmigen Stein. Oder ein schönes großes Juwel. Oder aber einen kleinen Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel? Der herzförmige Stein ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Wieso denn das? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel, der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Oder hier, das Juwel, eine wahre Augenweide, oder nicht? Aber diese beiden Sachen sind doch besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Freunde Prinzessin, ist ja komisch, aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. Okay, das war die Stimme, ey. So, den schenke ich dir. Der Schild steht Doki gut, nicht wahr? Du hast von Zelda ein Schild erhalten. Lege ihn im Item-Menü auf A oder B. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda für dich. Cool. Yeah. 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 Schütze mich vor Zelda. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme.
Oh, ist schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Doki, gehen wir. Okay, alles klar. Schön, dass hier das Schild direkt auf A gelegt wird. Nicht auf B. Ich hasse das Schwert auf A oder so. Das geht gar nicht. Also dann, Doki, lass uns zum Schloss gehen. Alles klar. Boah! Aua, das sind die Händler Dekos, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Doki, tu doch bitte was. Sie kommen mir nicht, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du die Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Du Arsch, du hast Zelda angegriffen, ey. Kannst du es wagen, Zelda weh zu tun? Oh, komm, bleib weg, dann los. Ich kam doch in die Stadt und auf dem... Was? Um auf dem Fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern Nüsse aus dem Mund. Sie haben alle Angst vor mir, alle haben Angst vor mir und kommen nicht mal näher. Ja, du wirst das nicht mit den Geschäften. Also drück ins heimliche Dunkel. Okay. Der Händler Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Ja, müssen wir. Der Gewinner erwartet seinen, Preis. Hallo? Hey. Oh, Doki, du hast das Schwert mitgebracht. Oh, das ist, damit ist das Schwert offiziell zurückgegeben, registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also, bis später, Doki. Das Fest war toll, nicht? Ja, war's. Oh, da du schon hier bist, Doki. Bleib doch zur Siegerehrung. Okay. Machen wir. Ui. Doki, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es das Schwert der Minish. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Oh. Wolltest du dich nicht umziehen, Zelda? Du hast das gleiche Kleid an, oder? Hat sie das gleiche? Ich glaube, sie hat das gleiche Kleid an. Ja, wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger Fahrt, die möge hervortreten. Oh. Oh. Er sieht... nicht ganz koscher aus. Oh, hätte nicht gedacht, dass es so klappt. Das Schwert der Minish, die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Jo. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Er wirkt echt etwas nicht ganz koscher. Er hat das Schwert zerbrochen. Und damit die Monster befreit. Ich schütze mich so mit so einem mickrigen Schild, weißt du? Zelda so mit ihrer Macht und ich so mit dem Schild. Ach, wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft zu nichts. Ah, wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mich später nur im Weg sein. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Mit so einem mickrigen Schild. Oh. Ah, das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den der Schatzkiste an mich nehmen. Na? Was ist denn das? Ja, da waren nur Monster in der Kiste. Na gut. Ich weiß, dass sich das Forst in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Okay. Oh, lol. Schattenkräfte hat der Boy auch noch. Okay. Okay. Boah, was ist passiert? Da war so ein Typ und... Ah! Kopfschmerzen. Hallo? Na, Doki, du bist wieder wach. Geht es dir besser? Der König hatte was zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Fati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, könnten wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk?
So ist es, dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Das heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal wie sehr sie es auch versuchen. Ja, wenn das so ist, Doki, du könntest doch gehen. Doki, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert herstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Zerbrochenes Schwert der Minish erhalten. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Okay. Ui! Schwert des Albrechts erhalten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten. Beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Vati oder Fati oder Vaati? Tief im Tyloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start, dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Alles klar. Gut, Leute. Jo. Also, Loki, bricht den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Hab ich vor. Alles klar. Unser Abenteuer beginnt, Leute. Unser Abenteuer beginnt. Endlich. Geil. Das ist nice. Ich freue mich. Aber ich sehe gerade, die Folge ist eh bald vorbei. Ich würde sagen, wir gehen noch bis in den Wald. Ja, bis in den Wald und danach beenden wir den Part. Ist eh nicht mehr so weit, sag ich mal. Hier lang. Hier runter. Zack. Und hier lang. Jetzt sind wir erstmal bei einer Lornon-Farm. Aber wir haben hier... Ja, wir können halt einfach noch gar nichts machen, ne? Deswegen einfach straight zum Wald gehen. Und... Ja. Eine Sache gibt's noch zu sagen. Und zwar habe ich vor, dass dieses Spiel ein 100% Let's Play wird. Also nicht direkt komplett 100%. Das heißt, keine... nicht alle Fragmente vereinen, habe ich vor. Aber ich habe vor, alle Herzteile zu finden und auch alle Upgrades zu machen. Und auch alle Items zu finden allgemein. Ja, wir sind jetzt hier im Wald. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich... Nee, das war... genau, noch ein Stück. Zwar bis hier. Hilfe! Hilfe! Aua! Hört auf! Hey, hört auf! Autsch! Aua! Hilfe! Ist denn niemand? Doch wir, aber... Bevor ich es vergesse, hier ist ein Herzteil. Ich habe immer, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, oder so gut wie immer, dieses Herzteil vergessen, bis ich dann durch diesen kleinen Mini-Eingang hier gekommen bin, um zum Palast zu kommen und dieses Herzteil gesehen habe. Aber als kleiner Minish oder so kann man das halt nicht einsammeln, als kleiner Stüppi. Deswegen bin ich froh, dass ich es diesmal nicht vergessen habe. Und wer dort um Hilfe geschrien hat, Leute, das ist ein Charakter, der uns dieses Spiel über begleiten wird. Allerdings werden wir das erst genau im nächsten Part herausfinden, wer das ist, was der Name ist und was er hier tut und warum er eine Mütze ist. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Thumbnail findet oder wie ihr diese Idee mit dem Thumbnail findet, etc. Und ob das alles so vom Screening her passt, obwohl ich da wahrscheinlich nicht viel ändern kann. Ja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!